Wir machen ja allerhand DIYs, ganz viel im Boho-Style, aber heute möchte ich euch mal ein bisschen dazu motivieren, bunter zu gehen und bunter zu arbeiten. Deswegen habe ich hier diese Körbe gefunden und wie man aus diesen Körben Lampen macht. Darum geht es heute. Ich arbeite hier eigentlich sehr, sehr gerne schlicht und nicht mit zu viel Farbe oder aber mit sehr, sehr viel Farbe, je nachdem, um was es gerade geht. Letztens, als ich unterwegs war, habe ich diese Körbe gefunden und ich fand die echt toll. Jetzt gerade auch zum Sommer hin möchte man ja manchmal doch ein bisschen mehr Farbe haben und auch so frische Farben haben. Und als ich die gesehen habe und dann auch noch in zwei verschiedenen Größen gefunden habe, dachte ich mir, wir müssen daraus unbedingt eine Lampe machen. Ich kann mir das gut vorstellen, wie daraus auch eine Lampe aussehen könnte. Zum Beispiel, indem man sie einfach nur übereinander packt. Dadurch, dass es zwei unterschiedliche Größen sind, arbeitet man hier eben auch mit diesen Proportionen dann. Wenn es beides gleich groß wäre, fände ich es nicht so interessant, aber dadurch, dass die obere kleiner ist und die untere größer, fände ich es ganz spannend. Und das ist wirklich so ein einfacher Tipp. Ich habe für diese Körbe, für den kleinen habe ich 10 € bezahlt, für den größeren habe ich 15 € bezahlt. Ihr müsst mal gucken, wo ihr sowas Ähnliches findet, aber sonst natürlich immer im Internet. Und jetzt könnte man, ich habe ja hier mein weißes Baldachin und mein weißes Kabel. Ich finde das ganz cool, das mit dem Weißen zu kombinieren, weil falls ihr andere Videos von mir gesehen habt, kennt ihr schon so ein bisschen meine Designphilosophie. Ich möchte, dass unnötige Dinge nicht unnötig im Vordergrund sind. Man könnte hier natürlich auch eine Farbe aus diesem Korb jetzt rausgreifen und ein blaues, gelbes oder pinkes Lampenaufhängung dafür verwenden. Wird auch süß aussehen, aber ich mag das eben, wenn es so ein bisschen schlichter ist und deswegen bei mir kommt der Weiße hier zum Einsatz. Es ist wirklich super easy und zwar nehme ich mir hier dieses Kabel, ich habe hier das Baldachin und so schon mal abgetan und ziehe eigentlich mein Kabel hier einfach durch die Mitte hindurch, dadurch, dass es nicht so stark gewebt ist, geht es auch gut. Ansonsten kannst du dir so mit einer Schere behelfen, also nicht reinschneiden, sondern einfach nur diese Öffnung ein bisschen aufdrücken. Jetzt haben wir hier den ersten schon mal. Und ihr seht, von der Aufhängung her ist das wirklich super. Es ist nicht zu tief drin. Warum ist das wichtig? Wenn die Glühbirne zu tief von dem Ganzen abgedeckt wird, ist das Licht einfach viel weniger, was durchkommt. Es strahlt eher nach unten und somit wäre der Raum auch ein bisschen dunkler. Wenn man jetzt mit einer größeren Glühbirne arbeiten würde, die auch so ein bisschen hier rausguckt sozusagen, es gibt ja auch schöne Glühbirnen, dann habt ihr definitiv mehr Licht. Was man auch machen könnte, ist, dass man dieses hier noch ein bisschen mehr Abstand lässt. Dazu kann man auch zum Beispiel eine Holzkugel oder so verwenden als Abstandhalter. Ich möchte das jetzt nicht, ich möchte das wirklich so ganz nah haben, deswegen lasse ich das jetzt so und ziehe noch den anderen hier durch. Wichtig ist natürlich, dass man es wirklich genau in der Mitte trifft, weil sonst kann die Lampe schief werden. Das wollen wir ja nicht. Das ist nur so eine Kleinigkeit, auf die ihr achten könnt. Ansonsten ist die Lampe schon fertig. Natürlich kommt jetzt hier nochmal mein Baldachin dran und schon könnte man sie aufhängen. Ich finde so eine Lampe gerade witzig, wenn man es auch cool dekoriert. Also wenn ihr die restliche Raumdeko macht, dann könnt ihr auf jeden Fall mit weiteren Naturmaterialien arbeiten. Ich würde auch ein paar helle Farben dazu nehmen. Und auch ein, zwei Farbtupfer nochmal, zum Beispiel bei den Kissen oder Blumenkübel oder auch mal vielleicht einen bunten Tisch oder also wirklich die Farben dezent einsetzen, dann kann das nämlich immer noch ein bisschen elegant wirken. Das ist oft das Problem, wenn man bunt einrichtet, dass es manchmal ein bisschen zu kitschig aussieht und das will man ja nicht, aber wenn man es eben mäßig einsetzt, dann kann es wirklich ganz cool werden. Und jetzt, bevor ihr das seht, wie es fertig dekoriert ist, möchte ich mich noch ganz schnell bedanken fürs Zuschauen für dieses Video. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo und hoffe, dass wir uns bei unserem nächsten Video einfach wiedersehen. Bis dahin, ciao!